Willkommen zurück bei der dritten Folge von Palworld. Wir haben immer noch das Problem, dass wir ein Level aussteigen müssen, damit wir da weiterkommen. Aber gut, das kriegen wir hin. Wir gehen jetzt gleich nach der Nacht erstmal auf Erkundung. Ich möchte jetzt gerne aber noch einmal, das wollten wir sowieso, bin ich ganz von abgekommen. Okay, uns fehlt ein bisschen Holz. Ich möchte gerne noch ein zweites Beet hinbauen. Das kriegen wir hin. Dann gehe ich auch mal ein bisschen Holz her. Okay, unsere Katze verprügelt da oben die Steine. Gut, das liegt mit in unserem Gebiet. So ist sie. Der Steinbruch ist ja auch nur dafür da, wenn wir gerade keine Steine bei uns im Gebiet haben. Genau wie Holz. Dann holen sie es halt von da. Wir können ja auch gerne die Steine abbauen. Ist ja kein Problem. Licht müssen wir gleich auch noch ein bisschen machen. So, kann man das Beet jetzt bauen? Ja, dann pflanzen wir das hier erstmal hin. Mal hoch hier. Ja, wenn wir das Problem mit ein bisschen gerade hinkriegen, geht so, oder? Sehr schön. Nein. Wir helfen kurz mit. Ich werde gleich mal ein paar Palz einstecken, wenn wir Lust sehen, damit wir ein bisschen was haben, was uns den Arsch rettet. Muss ja auch sein. Und ich will gleich mal gucken, ob wir hier... Nativa gönnt sich ein Päuschen. Ja, ja, gut. Pause sei gegönnt. Pause sei gegönnt. Was werden sie wo machen? Das hier ist... Ist hier gerade geerntet? Oder wie? Ja, das macht das Huhn, wie es aussieht. Ja, guck mal. Und er ist schon am Sehen. Sehr schön. Und ich will nur mal kurz gucken. Hatte ich das überhaupt schon freigeschaltet? Nee, ne? Moment. Wie viele Punkte haben wir? 4. Ich muss Punkte überlassen für die. Da brauchen wir 2, okay. Moment! Moment! Wir haben einen Raid. Das ist der erste Raid, den wir haben, ne? Jo, das ist die erste. Wo sind sie denn? Da oben. Wir kriegen Besuch. Okay. Na, ich wollte gerade gucken nach Licht, damit wir ein bisschen Licht hinkriegen. Wir haben hier zwar vorne das Lagerfeuer, aber es ist mir hier in den Seiten ein bisschen zu dunkel und es ist mir auch im Haus zu dunkel. Da Gumsi. Rudel menschenfressender wilder Palz. Alles Gliechen. Okay. Ich lasse ja ein bisschen Licht rankommen, weil den helfen die hier in der Regel mit beim Kämpfen. Ja. Okay, Stufe 5 sind die. Alles Gliechen. Na, es ist mein... Das ist nicht dein Ernst. Meine Waffe ist kaputt. Das ist nicht dein Ernst. Das ist echt nicht... Gleich so. Okay, gib mal einen Bogen her. Okay. Das muss ja auch gerade in der Nacht passieren, ne? Können wir die einfangen? Wenn man... Idee wäre... gut. Nicht, wenn sie umgehauen werden. Das war's, ne? Okay. Alle Gegner zurückgeschlagen. Ja, das war's. Mann, wir haben auch gut Schaden gekriegt. Unsere Pals scheinen aber noch alle am Leben zu sein. Alle am Pennen. Ja. Gut, ich kam nicht dazu. Die haben sie zu schnell umgehauen. Aber gut, das ist ja auch nicht schlecht. Wir gehen auch gleich schlafen. Einen Moment, mir ist der Knüppel eben kaputt gegangen, mitten im Kampf. Das ist auch gut. Das ist schön. Jo. Dann macht ihr mal heile. Wunderbar. Unsere Klamotte. Okay, da brauchen wir Stoff für. Sollten wir auch mal reparieren, die ist auch so ziemlich angeschlagen. Also die Werkbank steht hier echt bescheiden. Ich komme immer auf die Kiste. So, jetzt. Stell mal ein Wolle her. Danke. Machen wir kurz Silber. Hier fliegen nass auch irgendwelche Special Pals rum, ne? So, reparier. Ja. Ich weiß nicht, was die für ein Level haben. Daydream. Ich weiß nicht, ob wir die einfangen können, aber wir können es ja mal ausprobieren. Das ist etwas, was ich auch nicht weiß. Ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Okay, okay. Na, den werden wir wohl nicht kriegen. Das glaube ich nicht. Oder? Ja,
schön. Schön. Gib mal Knüppel her hier. Ja, gut, unser Knüppel ist nicht der Beste. Halt mal still hier. Ah, okay, der ist erledigt. Wir haben immerhin eine Giftdrüse gekriegt. So, schön. Immerhin einen haben wir gekriegt. Und der kann jetzt... Warte mal. Level 6, Daydream. Hat der irgendwelche besonderen... Angriff ist er gut. Arbeitstempo langsam. Der kann sammeln, Handwerk und Transport. Okay. Mehr Muskeln als Verstand. Okay. Oh, alles klärchen. So, was ich jetzt googeln wollte. Wegen ein bisschen Licht. Wir müssen gleich eine neue Pfeile machen. Standfackel. So eine Art habe ich gedacht. Danke. Damit wir hier ein bisschen Licht kriegen. Standfackel. Die haben wir wo? Hier links? Doch, da. Ah, die können wir bauen. Kann ich die hier oben hinbauen? Geitert. Na gut, die arbeiten gerade nicht. Die kümmern sich schon um die Felder sobald. Okay, er fehlt uns jetzt so Holz. Dann bauen wir zumindest den ein fertig. Ich will drin halt auch noch ein bisschen Licht haben. Die, wir müssen uns schlafen legen. Sonst arbeiten unsere Palzen nicht. Müssen wir die anzünden? Ja. Ich hoffe, das Haus fackelt jetzt nicht ab, ne? Das wäre sonst ein bisschen... doof. Das ist sehr schön. So, ja, ja, ihr könnt essen. Es ist ja genug Essen da. Tun sie auch. So ein Träumchen. Aussaat, Aussaat, dann werden sie sich schon drum kümmern. Alles kein Problem. Ihr holt nochmal ein paar Steinchen. Ich werde einmal kurz hier... Boah, die Wegbank muss hier oben weg. Seitdem die Kisten da stehen, krieg ich die kaum noch anvisiert. So, Pfeile. Ja, gut, wir haben nicht genug Holz, aber ein paar kriege ich zumindest hergestellt. Dann holen wir kurz Holz. Wie sieht es mit unserem Essen aus? Können wir nicht auch mal wieder was verspeisen? Was ist das denn? Giftdrüse, alles gleich. Holz, Holz, Holz. Ich möchte eigentlich ein bisschen nach Verkundung gehen. Kommt ja jetzt gerade Schlag auf Schlag. Damit wir unser... Jetzt ist die Axt kaputt. Unser Level erhöht kriegen. Wo das eben gut EP gab. Wir hatten vorher über 400, jetzt fehlen nur noch 200 noch was. So. Wir brauchen sowieso noch mehr Holz. Und die kümmern sich darum, ne? Ja, ja. Gießen tut unser Pinguin auch gleich. Alles kein Problem. Das hier muss auch immer weg. Pfeile sind produziert, wie es aussieht. So, dann nehmen wir das auch nochmal mit. Der ist wieder im Steinbruch zugange. Alles wunderbar. Gut, steinemäßig haben wir im Moment erstmal kein Problem mehr. Sehr schön. Der ist bei dem Feldboy. Das Feld wird schon gegossen. Das hat er auch gerade besät. Das ist also das kleinste Problem. Und ich glaube, die Werkbank werden wir auch gleich umbauen, bevor wir losgehen. Das kann ja nicht so bleiben. So, Pfeile. Steine haben wir wirklich gut. Oh Gott, das gibt 400 Stück. Naja, dann haben wir zumindest erstmal genug, ne? Den haben wir aber wahrscheinlich für eine neue Werkbank. Was wäre ja die? Ah doch, haben wir noch genug. Okay. Dann kommt die draußen weg. Definitiv. Hm? So, die bauen wir kurz Säbe. So, die reißen wir natürlich erst weg, wenn er da fertig ist. Das ist dann schon mal was. Die Felder sind alle, oder? Das begießt er gerade. Das müsste auch noch gegossen werden. Okay. Ah, das macht er schon. Das macht er schon. Alles kein Problem.
das war unser Seehannes. Alles klar. Und wie viel Essen habt ihr hier aktuell drin? 132. Passt also alles. Gut. Dann werden wir uns gleich, sobald es fertig ist, auf den Weg machen. Unsere Katze ist wieder fit. Daydream behalten wir drin. Wir nehmen noch ein paar Schafe mit. Benutzen können wir, glaube ich, sowieso immer nur eine. Zurzeit. Aber das macht ja nichts. Okay, der braucht ein Weilchen, aber... Kann ich vielleicht schon was rausnehmen? Diese Hitbox hier, ne? Geht das vielleicht von der Seite oder so? Ja. So, wir haben zumindest ein paar Pfeile einstecken. Das muss reichen. Wir ziehen den erstmal los. Die machen das hier schon. Aber damit wir nicht den ganzen Weg laufen müssen, porten wir uns zu der Statue. Das ist das große Mammut. Alles klärchen und machen von hier aus mal weiter. Jo. Dim, 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 dim. So. Und zwar haben wir hier noch bei weitem nicht alles. Vielleicht finden wir ja noch ein, zwei Pals, die wir nicht haben. Schön wär's. Sollten wir irgendwas Gefährliches begegnen, können wir unseren ja jederzeit rausholen. Pinguin Boy erstmal noch ein. Du bist mein Freund. Hey, dich sehe ich hier zum ersten Mal. Bist du wohl von außerhalb? Jo. Na, ich habe damit kein Problem. Aber wenn du schon hier gelandet bist, solltest du ein paar Pals fangen. Für die ersten 10 gefangenen Pals einer Spezies bekommst du sogar mehr EP. Je mehr Pals ein Trainer fängt, desto besser wird er. Hier, das kannst du haben. Hau rein. Was denn? Palladium-Bruchstück. Alles klärchen. Wir nehmen auf jeden Fall das Ding hier mit. Das war's für unsere Store-Door. Sehr schön. Haben wir auch noch was? Notizen eines Schiffbrüchigen. Alles klärchen. So, ich will mich hier einfach nochmal ein bisschen umgucken. Vielleicht haben wir ja wirklich noch irgendwas am Start. Die sollten ja eigentlich bei uns weiterarbeiten, oder? Was wir noch gebrauchen können, was wir noch nicht haben. Aber die Füchse brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hm, ganz ehrlich. Aber die nehmen wir gerne mit. Und das? Erdtechnikfrucht. Alles klar. So, wurde mal. Hier, die Gegend sind wir auch noch nicht gewesen. Und die Richtung sind noch irgendwo Statuen. Dann gehen wir da erstmal lang. Was hier fehlt, ist eine Minimap. Den da zum Beispiel haben wir noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Da liegt auch noch ein Ei zum Ausbrüten. Ein Grammys. Na, den kriegen wir aber, oder? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dadurch kriegen wir ja auch EP. Was kann er nicht, dieser Grammys? Kann man das nachgucken? Ist aktuell nicht im Team. Grammys, Grammys, Grammys. Der muss hier doch inzwischen. Da ist er doch. Sammeln und Farmarbeiten. Okay. Farmarbeiten. Das gehören aber nicht die Beete zu, ne? Ne, weil Enten ist extra. So, noch ein Grammys brauchen wir jetzt auch nicht, auch wenn es natürlich gut EP gibt, wenn wir die alle einfangen. Also ein komisch lila Lama. Was wegläuft. Ich will es jetzt aber auch gar nicht angreifen. So, sind das Grammys? Nee, das sind Fixies. Haben wir definitiv auch noch nicht. Sehr schön. Was kann denn dieser gute... Würde mich mal interessieren. Frixi. Wo haben wir denn Frixi? Das ist das Lama. Okay, da steht nichts zu. Wo haben wir denn Frixi? Dinosaurus. Ja gut, das Viech hat uns ja weggeklatscht. Marmor, das sind die ganzen Großen hier, ne? Unter 11 Stück gibt es also. Aber wo haben wir Frixi? Da ist Frixi. Aus Sammeln und Farmarbeit, okay?
Dich haben wir auch noch nicht, oder? Nein. Okay, das wird noch nichts. Nein, das wird nichts. Ich wollte noch nicht werfen. Das ist zu früh. Na, doch. Ja, schön. Dann haben wir einen Fuhrhack. Fuhrhack, okay. Was kann denn der Fuhrhack? Da ist der Fuhrhack. Handwerk, Transport, Bewässerung. Sehr schön. Wollen wir die Pilze hier mitnehmen? Tatsächlich. Guck mal, was haben wir denn hier Schönes? Auf jeden Fall eine Statue. Das ist schon mal was Schönes. Haben wir hier hoch? Ja. Okay, hier oben ist nichts, aber man will sich ja umgucken, ne? Kleines Dorf. Okay, hier leben sogar Leute. Die Frage ist, ob die freundlich sind, ne? Na, so freundlich sieht der Hennig aus, ne? Er ist Level 30. Okay, das hier vorne ist alles leer. Scheint ein Banditendorf zu sein oder so. Verlässliche Miliz. Aber ich bin doch gar nicht feindlich. Aber der ist feindlich und der ist Level 30. Der zielt als Boss, okay. Dem sollte ich definitiv nicht zu nahe kommen im Moment. Ja, das ist gelegen. Gut, wir können uns hier immerhin hinporten, ne? Das wäre etwas für später. Wir haben immerhin ein paar neue Pals. Das ist doch schon mal schön. Was sagt unser Level? Oh. Haben fast Level Loop. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Da liegt noch eine Truhe. Die nehmen wir gerne mit. Goldmünzen, Smallsphäre und Megasphäre. Alles klärchen. Ich weiß, man kann auch mehrmals die gleichen fangen. Will ich aber eigentlich gar nicht, weil ich nicht weiß, wie viele es gibt. So, warte mal. Hier waren wir schon. Hier ist das Dorf. Kingpacker, alles klar. Hier kommen wir aber auch nicht wirklich weiter im Moment. Da ist noch was. Na, Turm des Reiniger-Syndikats. Klingt nicht gesund. Absolut nicht. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Syndikat heißt meistens nichts Gutes. So, dich haben wir doch auch schon, mein Freund. Da oben liegt noch eine Pulsphäre. Die nehmen wir doch gerne mit. Ja, du kommst wieder rein, mein Freund. Ich wollte ihn nicht rauslassen. Aber ich meine, selbst wenn ich ihn raushol, reicht es nicht aus, um den Level 30er NPC dann zu besiegen. Das eine nehmen wir mit. Und da haben wir unser Level-Up. Sehr schön. Dann kann ich auch gleich hier den Zerkleinerer freiskillen. Gab sogar wieder ein paar neue Punkte. Sehr schön. Ich heb dich jetzt erstmal auf. Ich weiß nicht, was wir als nächstes brauchen. So, und Dorlang ist aktuell... Ich würde gerne dahin. Ich hoffe nur, das geht gut. Eins am anderen. Wenn wir gleich mal gucken. Das müsste da oben sein. Oh, da rennt schon Level 9er Hühner rum. Okay. Da. Dürfte gut EP geben. Die Frage ist nur, ob wir die schaffen. Komm mal raus hier. Das ist ein Level 5er. So. Das ist ein Level 3er. Dich will ich nicht. Aber immerhin, ne? Also die will ich ja jetzt hier nicht einfangen. Giftschuss gelernt. Gib immerhin mir schon Eier und Fleisch, ne? Wo ich aber hauptsächlich hin will, ich lasse sie mal draußen, ist da oben zur Statue. Die ist Level 9. Um dich kümmern wir uns mal.
Dürfte gute EP geben. Das ist ein guter Mann. So, Birnsamen Gumulaub. Alles klar? Noch so ein Kätzchen. Der ist Level 10. Ich weiß gar nicht, was das für ein Viech ist, wenn ich mal ehrlich bin. Wir waren sehr schnell. Wow, ich wollte ihn auch einfangen. Okay, soll noch ein paar mehr von. Ey, rumst hier nicht so rum, mein Freund. Wow, 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 der ist Level 10. Wieso ist denn der plötzlich so? Jo, jo, ich hab's ja kapiert, ich hab's ja kapiert, ich hab's ja kapiert. Moment. So, nehmen wir den nächsten. Okay, der ist resettet, ne? Ja, okay. Kommen wir zurück. Ein Teerfand. Ich weiß nicht, was ein Teerfand ist. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Aber den kriegen wir so hin, oder? Der ist gerade mal Level 4. Sehr schön. Jo, schön. Den haben wir. Was kann denn der gute Teerfand? Der gute Teerfand. Da ist er. Ist Wasser. Der kann nur bewässern. Okay. Mehr kann er nicht. So, das feuchte Ei nehmen wir mit. Ach, guck mal. Den Affen haben wir auch noch nicht. Was ist denn der für ein Level? Keine Fäule mehr, bleib stehen. Na. Ey. Wer hat dir erlaubt, hier wegzureden? Bleib stehen. Sehr schön. So, kriegen wir ihn? Nein. Und mehr darf ich aber nicht raufhauen, du. Ah, wir müssen halt das Gefanggeschick erhöhen, ne? Dann ist es einfacher. Okay, den haben wir aber. Sehr schön. So, ich glaube, da komme ich nicht lebendig rauf, du. Aber wir gucken trotzdem einmal. Wegen dem anderen Viech. Den guten grünen Affen. Wo ist er denn? Der muss vor da oben stehen. Wo ist er? Aussaat, Handwerk, Holzfällen, Sammeln. Der kann Holzfällen, sehr schön. Transport, der kann so einiges. So, ich glaube, ach du Heilige, haben wir einen Raid hier oder was? Wir verdrücken uns mal, wir sind halb tot. Wäre deutlich gesünder. Abgesehen davon... Schillet, ich muss hier lang. Genau hinter mir. Es müsste dann nicht auch gleich Nacht werden. Wir müssen so langsam mal Richtung nach Hause. Oh. Boah, meine Viecher, die ich dabei habe, sind ja jetzt auch nicht so der Brüller, ne? Nicht klettern, nicht klettern. Runter, aus, vorbei, lass los. Mensch, du dickes Gott, lass runter. Danke. So. Besser ist das. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Ja. Ich würde den zwar gerne einfangen, aber ohne Pfeile wird das hier nichts so. Ne, Level 9.
Aber war hier nicht vorne irgendwo eine Statue? Ich glaube ja, das eine nehmen wir noch mal mit. Ich weiß doch noch nicht wirklich, wie das Züchten funktioniert. Aber wir können auf jeden Fall damit welche züchten. Ja, da ist die Statue. Da. Weil wir sind ja gerade mal Level 8, glaube ich, ne? Ja. Kommt also alles noch. Ich finde es nur schade, dass man immer nur ein zur Zeit kämpfen lassen kann. Ich wünschte, man könnte das ganze Team auf einmal. Aber gut, gibt Schlimmeres. Dim. So, lassen wir mal ran an die Box. Ich muss mal was googeln. Die Gute war nämlich K.O. Bidi. So, die gehen jetzt auch erstmal alle wieder rein in die Box. Hungrig, wir haben Hunger. Wir sind auch so gut wie voll. Ess erstmal. Sehr schön. Unser Leben füllt sich denn schon wieder auf. So, hast du inzwischen die Fäule fertig? Jo, dann nehmen wir mit hier. Und dann bauen wir die hier ab. Ich sage ja, diese Hitbox, die muss hier weg, die Werkbank. Die kommt mit den Kisten nicht klar. Aber eine Pfeile will ich schon noch haben. Danke. So, Baumenü. Oh, wie ich das denke. Wie gesagt, die haben wir ja so drinne, die brauchen wir hier nicht mehr. Den bauen wir jetzt erstmal. Den Zerkleinerer. Dann brauchen wir ein bisschen Holz und Stein. Wo ist unser ganzer Stein geblieben? Für die Pfeile draufgegangen, ne? So gut wie. So, mal gucken, was noch passt. Erstmal rein. Das ist ja jetzt nicht allzu viel. Das können wir gleich mal brutzeln. Knochen haben wir noch. Gut, Fackeln, so brauchen wir so Stallschlüssel. Verkaufsgegenstand, ungewöhnlich. Ein Schlüssel zum Öffnen verschlossener Schatztruhen. Na, nice. So, kriegen wir hier noch irgendwas drin? Jede Menge. Den Schlüssel belassen wir mal eingesteckt. Die Giftdrüse kann rein, die Knochen können rein, das Ding kann rein, genau wie der. Passt sonst noch irgendwas? Okay. Wir brauchen mehr Truhen. Die kümmern sich hier schon drum. Sehr schön. Ich hoffe, die farmen auch weiter Steine, oder ist der Verbrauch? Nee, ne? Gut. Wir brauchen auf jeden Fall... Was sind das hier? Bärensamen. Mehr Stein und Holz. Ich hoffe, dass das später ein bisschen flotter von Hand geht. Kriegen wir schon. Ich meine, der hat ja eigentlich gut Steine gemacht. Wir haben die alle verbrannt für die Pfeile. Jetzt haben wir aber auch erstmal über 100 Pfeile. Dann ist da auch schon was Schönes. Guck mal, arbeitet ja auch schon wieder. Didi. Arbeiten tun sie alle, bis auf meinen Hund. So, und wir brauchen jetzt nur noch ein paar Steine. Nacht wird auch schon wieder. Ist das hier? Wir lassen überall hier die Samen liegen. Hier haben wir noch ein paar Steine. Guck mal. Immerhin haben wir schon mal 17 von 30 Pals gefangen. So. Den können wir auf jeden Fall bauen. Und der ist relativ groß. Kriegen wir den drinnen überhaupt rein? Ah, würde rein theoretisch gehen. Ziemlich nah am Bett, aber vielleicht hier. Das Ding ist wirklich groß. So. Die bauen schon. Den können wir nämlich gleich zumindest unseren Holzfäller einstellen. Das ist schön. Ich baue mal kurz mit. Dauert sonst ewig. Das ist schon nice. Wenn man, wie wir eben gesehen haben, gibt es ja auch ein paar nicht so gesunde Gegner. Muss man sich halt dementsprechend darauf vorbereiten. Gibt ja, glaube ich, auch noch Rüstungen und alles, auch noch stärkere Waffen. Und wir können unsere Palze auch noch hochtrainieren, dann haben die auch mehr Rums drauf. So, den hätten wir jetzt für dich. Wieso kommt meine Katze seiner Arbeit nicht nach?
Was ist denn da los? Hat er mir gerade angezeigt? Weil er hungrig ist oder wie? Ja, du ess doch, wir haben doch genug. Der erholt sich gerade. Fähigkeiten Angsthase. Na, das ist so gut. Oberbergmann. Das ist wahrscheinlich wirklich wegen der Arbeit, ne? Jetzt gehen sie eh schlafen. Okay, auf jeden Fall können wir jetzt verbessern. Das ist das schön. Jo. Wenn wir jetzt 7 einstellen. Baue heiße Quelle. Baue mit primitiver Hochofen. Das ist gelegen. Und einen zweiten Bärengarten haben wir jetzt zum Glück schon gebaut. So, wer war der Holzfäller? Der Affe, ne? Der Affe. Definitiv der Affe. Das ist schön, oder? Glaube ja. Komm, Äffchen auch mit drin. Dann haben wir Bett zu wenig, ne? Auch da können wir Abhilfe schaffen. Aber, na gut, wenn sie Hunger haben, kann ich es verstehen. Ich glaube, er wird wieder arbeiten, ne? Wir gehen auch sofort schlafen. Ich möchte nur hier wirklich einmal kurz das Bett fertig machen. Die sollen ja auch vernünftig schlafen können. So ist er nicht. Ich glaube, wenn sie nicht glücklich sind, dann kommen sie ihrer Arbeit auch nicht nach. Sehr schön. Genug Betten haben wir. Wir gehen auch schlafen. Den müssen noch bewässert werden. Und geht hier jetzt das Bauen? Ja. Wir kommen oft mit den Kisten nicht klar. Schön. Die sollten wir ihre Arbeit aufnehmen. Ich habe Hunger. Natürlich. Es. Das ist das Gelegen. Okay. Die machen ja alle ein bisschen mehr, ne? Die schleppen die Samen weg und so. Das klappt alles schon. Die werden sich da auch wieder drum kümmern. Ja, guck mal. So, Holz sollte auch gleich abgebaut werden. Essen haben die auch genug, oder? Ja, schon über 200 Stück drin. Unser Kätzchen rennt schon wieder hin. Unser Holzfäller wird sich auch noch drum kümmern. Der sieht halt auch gleichzeitig, ne? Umso schneller geht das. Ja, ein Träumchen. Ein Träumchen, wunderbar. Gut, heiße Quelle und einen Hochofen gucke ich gleich. Na gut, einen haben wir gefunden, aber wir brauchen 4. Da, wir haben einen. Den machen wir kurz Lugi-Lugi. Die Schildbaseballschläger. Arktische Tracht, tropische Tracht, Sandsack, heiße Quelle ist schon mal hier. Dafür brauchen wir schon mal Level 9. Und da ist der Hochofen, dafür brauchen wir Level 10. Und Feuerdrüsen. Alles klärchen. Wir müssen Gegner klatschen. Gut, Pfeile haben wir ein bisschen was auf Vorrat. Eins nach dem anderen. Den kriegen wir irgendwas von hier drin. Den auf jeden Fall. Der Rest passt sowieso nicht. Beide Kisten, nicht? Das heißt, wir bauen hier noch einmal ein Kistchen hin. Haben wir hoffentlich noch genug Holz. Kiste? Ne, wir haben nicht genug Holz. Ach, guck mal, unser Affe ist schon abgezogen. Ja, sehr schön. Unsere Katze macht schon wieder ein Päuschen. Ah gut, das wird schon, das wird schon. Wir brauchen trotzdem ein bisschen Holz. Ich glaube, wenn wir davon mehrere haben, arbeiten auch mehrere. Haben wir ja eben beim Sehen gesehen. Die waren da ja auch zu zweit. Umso schneller kommt das Zeugs ran. Wir brauchen natürlich auch mehr Träger. Aber das wird alles. Ich weiß nicht, wie hoch das geht. Wie viel wir insgesamt hier bei uns im Lager arbeiten lassen können. Oder sollen wir sehen? Dieb. Dieb, 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 dieb. Wunderbar. Wir müssen halt auch ein bisschen Gesundheit bieten, ne? Deswegen wahrscheinlich die Quelle. Den können wir uns berützeln. Das passt hier nicht, aber das schon. Das auch. Der geht hier mit drin. Wie gesagt, das wird schon alles gum.
habe im Moment halt ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das posten wir mal kurz. Falls die hier was für mich tun. Dankeschön. So, du sollst arbeiten, mein Freund. Wieso tust du nichts? Ich meine, die machen echt Pausen zwischendurch. Kann das sein? Ach, der hat hier gewartet. Ich brauche unbedingt mehr Holzfäller. Unbedingt. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen auf jeden Fall Level hochkommen. Mal wieder. Damit wir die anderen Sachen freiskillen können. Und den kriegen wir hier sowieso wieder neue Punkte, ne? Das heißt, Viehfarm. Eine Farm für Schafe, Hühner und ähnliche Pals. Weise der Farm geeignete Pals zu und sie werden automatisch Gegenstände produzieren. Das ist natürlich auch nice. Gleisschirm ist an sich auch nicht schlecht. Ein Bogen des Elements Feuer. Setze Pals mit Feuerfallen in Brand. Das ist natürlich auch nice. Ein dekoratives Einrichtungsset. Alles Klärchen. Das haben wir noch gar nicht entdeckt hier. Foxpax-Geschirr. Schild zum Draufschreiben. Baseballschläger. Bessere Waffe, ne? Ein Baseballschläger für den Nahkampf. Pals bitte nicht als Ball benutzen. Ach, warum denn nicht? Giftpfeile, Giftbogen. Halsband. Ermögliche es Daydream, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und dir Schützenhilfe zu geben. Ah. Ein hölzerner Aufbewahrungsmöbelset im Barlook zur Aufbewahrung von Gegenständen. Eigentlich brauchen wir von im Moment nichts unbedingt, außer vielleicht Dün. Der wäre vielleicht besser als unsere Knüppelkeule da. Gut. Die wedeln wohl. Er geht wieder hin, oder? Ja. Ah, es kommt, weil der sich ja auch noch um die Felder mitkümmert. Ich sag ja, wir brauchen viel, viel mehr. Da muss nur noch bewässert werden. Das bewässert er gerade. Und zumindest haben sie mehr als genug Essen. Das kriegen wir schon hin. Dann sind wir vor der erstmal am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.